So. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gunzan. Tatsache. Hatten kurz eben neu geladen, weil wir voll auf die Fresse bekommen haben. Super. Garrett kann maximal etwas über 100 haben. Ivan ist glaube ich sogar fast noch auf Full. Ist er? Das wäre dann Scheiße. Was ist denn dann voll windig draußen, ey? Warm. Warm. Und ein Level Up, wenn ich gerade richtig gesehen habe. Na da, Marion. Ja genau, Colin ist ja wieder dran. Okay. Kann man natürlich auch machen, jo. Esse oder fresse? Ich würde den aber mit dem anderen rufen, weil dann kriegt der nämlich Windstärke. Ja, den. Aber geht glaube ich nicht mehr. Ja, weil du ihn gerade mit ihm verbündet hast. Und das war der Fall. Ah, jetzt kannst du Essen noch einsetzen. Mhm. Schaden gibt's nicht. Nicht so viel von. Ja, wenn wir dran sind, können wir ja sowieso nichts mehr ändern. Während der Angriffsphasen können wir ja sowieso nicht irgendwie eingreifen. Ja. Und spätestens hast du ja richtig, was dann passiert. Ne? Lass mal! Ja. Oh, Wind kann er auch noch. Das ist ja optimal. Für den. Okay. 13 Schaden, der scheint gegen Wind etwas immun zu sein. Also auch ein Wind-Gin ist. Ja, macht Sinn, ne? Yay! Riese. Warum geht sie gar nicht? Dann gib ihm doch den. Achso. Vielleicht weil Garrett ihn getötet hat. Wer weiß. Hast du ihn schon gegeben? Nee, noch nicht. Ein Riese, der ist ja wild, der kann doch nicht. Tschu? Geben, ist das okay? Nein. Angriff mit mächtigen Wind. Macht voll Sinn hier, böse Riese, Mann. Teams. Voll schwächig irgendwie. Bö ist ja doch in Ordnung so, aber Brise. Naja. Ja, die Brise hilft ja deinem Team. Ja, ist, ist Supporter. Außerdem. Ja, alles verbündet. Ja. Was hast du keine Ahnung. Gemacht? Ich glaube, wir haben das noch nicht so ganz kapiert. Aber ich hab sie verbündet. Ja. Jetzt sind sie nicht mehr rot. Okay. Kiste, Kiste, Kiste. Oh mein Gott. Und ja, du musst in der Mitte runterfallen. Ja, von hier aus kommst du da gar nicht hin. Du musst quasi die beiden mittleren, du siehst ja das Loch. Das ist ja quasi links neben dem, der in der zweiten Reihe von unten da weiter links ist. Von da musst du, glaube ich, einen nach links springen, dann triffst du das Loch, wenn das so aussieht. Aber von hier aus kommst du da nicht hin. Du wirst auch runterfallen können. Ja, und dann wieder hoch. Widerstand um 40. Ja. Machen einen Schaden, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ne, 31, was? Egal. Ein bisschen drauf achten, hast fast keine PP mehr, ne? Füllen sich auch nicht so schnell wieder auf, ne? Boah, da sind sie wieder. Gnome erscheint. Schwer. Ja, was ist eine schöne Mischung? Ah, oh, ich merke noch. Ich brauche keine Pflege, oder?
Naja, aber die müssen sich immer erst wieder aufladen. Aufladen, genau. Nee, ich glaube, du musst kannst du nach rechts und hier runter, weil du musst hier lang und dann wieder eins zurück. Ich glaube, das müsste dann passen. Stimmt. So. Yay. Au, die Beine geworden. Ja, kein Ding, Mann. Da ist er. Wir müssen, glaube ich, denn zu der Maske hin. Zu der total hässlichen. Das ist wahrscheinlich die gute Seite von ihm. Geschafft. Yay. Was fight? Ach du Scheiße. Ich geh nach Hause. Der ist hässlich. Das ist so heftig für mich. Ja, esse. Super. Hast du nicht noch mehr Jeans einfach? Ich meine, ist jetzt Bossfight, alle raushauen. Nein, wir erstmal lieber halt. Aber so, ja, ja, okay, damit hast du dich. Erstens hat er die bei den anderen Gegnern verwendet. Zweitens. 18, 16, ja, läuft doch. Ja, Ivan ist fast im Arsch. Ja. Müssten mal gucken, wie viel Schaden Garrett mit Vulkan macht und wie viel er mit einem normalen Angriff macht, weil ich glaube, er ist eher physisch, oder? 65, ja okay, ist vielleicht immer noch ein bisschen heftiger, aber... Der Böse dreht! Oh ja! Und dann alle Bäume wieder gut. Du kannst jeden einmal beschwören. Ja. Venus. Ich würde Venus machen. Bei dem? Wer bei... Ja, es sah so gerade gut aus. Die Pfeile nach oben. Mhm. Ich mach mal bei ihm Atlanta. Nein, nicht nochmal angreifen. Dreht. Und der Mann, der hat eine ganz schöne Hackfresse, muss ich ja mal sagen, ne? Er sieht da nicht klein. Oh, kannst Kiesel verwenden, oder? Ja, ich kann das. Ging doch eben aber noch nein, nicht, nein, oder? Weiter. Ja, die fühlen sich auch wieder auf. Ja, aber auch nicht mit dem. Das sah ziemlich cool aus. 104 Schaden hat Tret genommen. Tret ihn! Ja, Tret gehört auch getreten, ne? Ivans Windkraft ist noch gestiegen, ja. Ja, hat aber keinen Fehler. Du kannst noch einmal Mars. Mars aber mit Miau, oder? Ja, auch kommt hier nicht dazu. Ach so, okay. Erstens, Garrett ist Feuer. Ja, ja. Oh, gibt Widerstand, dein Jin erholt sich noch. Oh, Feuerkraft. Jetzt? Hm, wie viel Leben er wohl hat? So viel wie ein böser Baum halt. Riese, ju, Riese One-Touch. Jetzt mal wieder Würfel. Der da würfelt gerade ziemlich, Mann. Oh ja. Vor allem kann Kolle noch dreimal Heilung einsetzen. Oh, was schaffen wir? Ah, du hast noch Heilkräuter mit. Ja, ja, klar, aber ich meine noch dreimal Heilung. Ich glaube, ein Treffer dürfte Ivan sowieso noch überleben. Von daher passt er schon. Treten nimmt 18 Schaden. Ja, ist ein Boss. Oh, er schlägt. Ja,
Naja, Ivan hat 72, also. Ja, nee, weil. Oh. 700 Münzen und ein Heiltrank, geil. Wir sind reich, wir sind Millionäre. Ja, 700. Oh, guck mal da. Die endet Ende da plötzlich in der Luft. Moment das mal. Doch. Ja, können doch Tret nicht einfach sterben lassen. Klar. Doch. Doch, das sollten wir lieber gar nichts tun. Nein, dann kommen wir ja nicht in das Dorf an den anderen Djinn ran. Schon besser. Nein. Was machst du, Miau? Hör auf mit dem Schwachsinn! Nee, voll cool, ja. Das ist super! Miau! Was ist denn Kunima? Ja! So, krepieren wir jetzt? Okay. Nein, der wandelt die Dorfbewohner zurück. Oh, cool. Kannst du das auch? Er trinkt gerade. Er hat Schaum vor dem Mund. Oh nein! Was? Das war wo ist er hin? Er ist am Wasser erstickt. Dreht ist zu schwach, so ein erbärmlicher Schwächling, ey. Er hat nicht mehr die Kraft, Kulima zu retten. Das kann jetzt nur noch Super Garrett. Wasser drauf, was für ein Spaß. Ja, kämen wir jetzt zurück und lassen den hier verrecken. Jegliches Leben in Kunima liegt in unseren Händen. In den Händen von Super Garrett. Banzai. Los, Super Garrett, rette den Tag. Und was hatte der jetzt eben gesagt? Wir müssen Tret heilen und Kulima retten. Und wie heilen wir ihn? Ja, die Ranke. Ja, die führt das Loch wieder hoch, oder? In den ersten Stock. Wald von Kulima. Cool, das können wir sprechen wir mal mit ihm. Ja. Punkt. Geil! Voll tiefgründig. Voll tiefgründig, der Typ. Lest aus seine Gedanken. Ja, das ja macht er doch. Musst du da ein bisschen näher ran? Cool. Oh, dann geht's ja nicht. Start! Speichern. Speichern wäre vielleicht auch mal. Wie kann ich ihn jetzt das aktivieren? Einfach so. Genau, dann quatsche ich mit ihm. Ja. Genau das musst du auch tun. Da kann man ja den anderen Baum noch anquatschen. Sieht medium aus. Ja! Kann man was wieder nach oben gehen oder? Nein, den anderen Baum einfach mal anquatschen. Ich meine, da haben wir ja schon alles gemacht, würde ich sagen. Vielleicht hätten wir auch einfach mal zu ordentlich durchlesen sollen. Haben wir doch! Ja, eine Kostprobe, ich hole was hat Dings denn zum Schluss gesagt? Ich nehme nochmal einen Zug, dann kann ich es dir nochmal geben. Hier geht bevor dieser Wald zerstört. Doch, nö. Dings hatte doch am Ende noch was voll Kluges gesagt, aber nein, das haben wir weder ordentlich vorgelesen, noch haben wir uns das innerlich ordentlich durchgelesen. Du hast es erpasst! Ich hab's gesagt, wir müssen dem Tret helfen, damit wir das Dorf retten. Ja, und wie? Tja, das hat er nicht gesagt. Achso, ja. Waren das die letzten Worte, die er gesagt hatte? Geh doch einfach mal ins Dorf. Ja. Tret der Baum. Sei es das Gebiet. Alter. Ja, ich weiß nicht, was da oben noch sein soll, Colin. Da ist auch nix. Was soll denn da schon und Colin sein? Hat verkackt. Oh Gott, ihr will die Freak-Armee von Tret. Ja, dann, wie er meint, ich geh ins Dorf zu. Ja, nicht wie ich meinte, ja. Aber... Ja, wo soll ich denn sonst hin? Ihr sagt, den baue ich hoch, dann... Ja, was soll da oben sein? Ist ja auch nichts. Da war ja von, du hast auch einen Zauber, um an den Anfang zurückzukommen, ne? Fluchtzeit. Bei Dings. Genau, Rückzug. Geiler Scheiß. Jetzt kommen wir wieder zu Treten. Das war der beste Zauber ever. Geil. Weiter nach... Da, ja, genau. Muss ich
diese nutzlosen Bäume. Ja, also kann ich viel machen. Absolut. Ja. Aber ich bin schon wieder fertig, ja. Schnell, benutze Rückzug. Die ganzen Rätsel nochmal, warte mal eben ganz kurz. Das muss ja nicht unbedingt mit drin sein. So, weiter geht's den Baumberg auf. Bergauf? Ja, bergauf, kann man sagen, ne? Baum auf, aber von mir aus auch das. Weg hierher hat Colin mehr oder minder gefunden. Ne, da war nichts. Du musst die untere... Ja, das... Linie benutzen. Ah, herrlich. Oh, da oben ist wieder der geile Kristall, der deine PP auffüllt. Miaus Gesicht. Miaus ist jetzt, man könnte so ein Dings wäre am öftesten, klar. Wenn man es ein Krippiert ist. Miaus ist ja dreimal. Ein Baum und den gefährlichen Tretbaum. Ja, alle dreimal im Tretbaum. Ne, und davor ist Garrett, glaube ich. Garrett ist eh so ein KP-Wunder. Ja, Garrett ist auf jeden Fall schon mal gestorben. Ja, ich meine, das ist auch nur ein Bauch. Das war ja der erste, den wir nicht geheilt haben. Ich glaube, das war richtig. Aber du den warst. Nee, stimmt. Rechts. Gnome 2. Ja, wir haben leider nichts mehr. Konntest du Heilkraut auf mir auch anwenden? Nein, er hat auf dieser Höhe. Ah so. Das hatten wir glaube ich schon. Ja, dein Problem, Bene. Mach bitte halt's Maul. Die passt irgendwie so zu diesem traurigen Tretbaum. Wieso ist der Tretbaum traurig? Oh naja, von am Krepieren lässt man. Und darum... Alles klar, hier ist auch nichts mehr. Du könntest da noch nach oben gehen. Geil, klasse. Welcher Weg ist kürzer? Ich würde sagen, einfach runterfallen, ne? Ja, denke schon. Dann, speicher den mal. Bevor du gleich endlich wer ist nicht da, was? Vielleicht hat ja, ja. Vielleicht müssen wir auch zu dem Typen, der es verboten hat, hinzugehen. Irgendwie sollen wir dem Typen jetzt da helfen, dem Baum. Ja, ich weiß, der Typ, der es verboten hat. Ja. Wie nah kannst du denn an ihn rangehen, ohne dass man ihm das Gedankenlesen verkauft wird? Ja, kann man machen, aber das ist nicht, macht keinen Sinn, offenbar, seine Gedanken zu lesen, da bittet er nur um Vergebung. Ah, ach so, okay. Der andere Baum, was hatte der genau gesagt? Ich ja, dann sollten wir das auch mal machen. Das ist ja voll traurig. Und von dem mal die Gedanken lesen. Versuchen, von dem Baum. Kannst du an den Wurzeln? Okay. Geht das? Noch ein bisschen mehr ran oder so? Also sollte man auf jeden Fall geht das. Die Gedanken zu lesen. Fehlendes Gesicht. Nervig. Also naja, wenn wir das nicht hinkriegen, man erfährt auf jeden Fall aus den Gedanken, dass es womöglich möglich ist, möglich, mit dem sogenannten Hermeswasser Tret retten zu können. Okay. Man kann nichts mehr tun, Rückzug. Haben wir Hermeswasser? Nee. Das wäre einfach zu leicht gewesen. Das wäre zu leicht, das könnte er ja schlucken und ein Langschwert und Spieleticket. Oh cool, ich meine Reisejacke. Ja, auf jeden Fall können wir hier nichts mehr machen. Aber das ist deswegen
Genau, gucken wir einfach mal. Barrikade. Hier muss ich jetzt den alten weisen. Ja. Ich glaube, dass wenn du rechts die Treppe hochgehst. Jo. Der ist da rechts hoch und dann in dieser Höhle. Hallo! Komm, ein Vermögen 4009. Gewonnen ist, also kommt alles klar. Noch 130 geht ja. Wollen wir auch mal aufrüsten, eventuell mit dem Geld? Noch irgendwie Waffenverbesserungen? Mal schauen, was das ist. Du bist auch super. Ja. Vielleicht haben wir auch noch irgendwas, was wir ausrüsten können. Ein Schwert, ne? Was das denn sein? Kannst du mal gucken, Breitschwert. Kannst du anklicken und dann ist schon mal besser aus. So. Besser. Ja. Oh, und machst Garrett am besten, oder? Ja, okay. Garrett hat ja gerade... Und bisher so auf Krepier, da muss jetzt mehr reißen. Hier, bitteschön. Ja. Jo, also auch ein klar weg. Also gut, ich kaufe es. Boah, noch ein Spieleticket. Select ja, Garrett. Ja, mach das mal. Vielen Dank. So, was ist das da für ein kleiner Milchbubi? Welche Rüstung hattest du denn gesehen? Der Schulstein, denkst du bald. Ich glaube, bei den Windtypen haben wir Wandererklamotten. Wie viel soll das sein? 9. Den wir blöd. Weiße Jacke haben wir da, glaube ich, bei dem. Der kann nichts tragen. Nein, der kann die Reisedinger kann er tragen. Ja. Die schwächer sind, weil er einen Pelzmantel der. Ja stimmt, dem haben wir ja schon den Pelzmantel gegeben. Genau. 10 und. Er braucht mehr Leben, also mehr Abwehr. Ja. Baumwollhemd, das kaufe ich dir ab. Und du kriegst sogar Geld noch dafür, wenn du es mir gibst. Ja, Garrett hat auch Spiegelzwecke. Schau mal, wie das sein. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, 50 hoch. Also Garrett kann nichts machen. Garrett ist gut. Oh, vielen Dank. Aber das Spielzecke kann er noch tragen. Ja, davon stackt ja auch. Lederarmreif ist offen. Ändert gar nichts. Oh, Leder. Ja, das ändert das. Offener Helm. Das macht den schwuler. Na, noch mehr Abwehr. Der hat schon mehr als Dings jetzt inzwischen und so viel weniger Leben hat er auch nicht. Also Holzkappe, wer zum Teufel wird eine Holz... Ach, okay, ja. Ihr seid alles. Erstmal verkaufen wir was für Geld. Ja. Was haben wir denn da alles? Baumwollhemd tragen wir. Können wir. Na, aber da, den können wir ja die Lederrüstung geben. Ja. Da gab's Lederrüstung. Du kannst die Rauchbomben auch besser. Ja, diese dämlichen Rauchbomben. Was? Rauchbomben sind mal nicht. Oh ja, hast du eine verkauft? Ja, noch eine. Ja. Diese goldenen Dinger da können weg. Die sind wirklich coole. Die zwei Golddinger. Nicht das Elixier von. Kein, ich weiß nicht, was sie machen. Ich glaube, da kann man, gibt vielleicht ein tolles solche Spiele, Sachen, so Minispiele, vielleicht kann man sie da nicht. Glücksspiel. Aber das da kann weg, diese zwei goldenen da. Nee, das ist das Feuer. Nein, ich meine ja, wo die zwei stehen. Die Münzen meint er, mittlere Reihe ganz links meint er. Ja, und die auch. Ja, so die, boah, die Nuss steht her, aber die da. Wieder. Das ist wohl einfach nur Kohle. Wie heißt das Teil? Glücksmittel. Das hatten wir schon letztes Mal. Du guckst es gerade nach. Profi. Ich verkauf's einfach. Gut. Lucky Metal und dann ist doch. Muss kurz wahrnehmen. A rare item. Multiple uses. Multi. Natürlich steht nicht bei, was das macht. Alles klar, einfach aus. Ja.
vielleicht. Da steht doch, cool. Hier steht beides ist selten. Ja, das heißt, das ist cool. Das ist eh cool. Tabene, ja, du bist unglaublich spür. Alles klar, eine super Ausrüstung jetzt. Hab, konntest du noch die Leder-Dings da holen? Nein. Keiner will rennt jetzt nackt rum. Mit Glücksmedaillons kann man am Brunnen von Teubi und Lemuria spielen und verschiedene seltene Items gewinnen. Ja, egal. Ja. Geh doch mal zu dem, weswegen wir da hingegangen sind. Zu dem alten ganz nach hinten durch. Oder mit der einen Wache reden. Ja, tut mir leid, Jungs, aber Kohlmann tut gut durch besser gegen was, was ich von erfahrenen lesen können, wir können weitergehen. Von erfahrenen Kriegern gelegt werden. Vielleicht mit dem da? Na Kork, Mann, na Kork, guter Tipp. Alter, heute hast du es aber echt, ne? Warte, guck dir denn doch an, wieder, da stehen wir auf ihn wartet. Ja, genau, ist der Raum. Wir sprechen mal mit den beiden Wachen. Ja, das ist voll die Schande, Mann. Hatten wir eigentlich schon da unter der Statue den Blinden gefunden? Haben wir den gekriegt? Den unter der Statue? Ja, hatten wir. Der kann uns bestimmt weiterhelfen. Wenn du mit dir gleich bist. Was ich mich gerade... Oder Wirbel mit deinem Sitz. Ui, seine Frisur und Arsch. Gab's nicht auch noch eine andere Möglichkeit, das Menü zu öffnen? Select. Okay, ja. Was gibt's denn sonst noch für Möglichkeiten? Wir könnten natürlich einfach weitergehen. Oder jeden einzelnen Baum die Gedanken lesen. Ja, geile Idee, genau das machen wir. Nennen wir das Plan B lieber. Das ist so erbärmlich, der Plan B. Hey, der Baum hat da vielleicht was zu erzählen. Das sind sogar drei aufeinander. Ja, Mann, das sind zwei sind drei Zwerge, die sich auf die sind so schwer. Auf die Schultern jeweils gestellt haben, um größer zu werden. Da gab es doch die eine Zugbrücke, die ich noch nicht öffnen konnte von der anderen Seite. Vielleicht kannst du da irgendwie hin jetzt hier nach rechts raus. Ich weiß genau, dass du verstanden hast, was ich meine. Nein. Level auf! Na, wird wieder warm, wieder kannst du auch. Nee, ich muss mir mal eins reinsetzen. Ein halber auf, ist doch hier. Was soll's? Wobei, ich glaube, da kommen wir noch gar nicht hin. Genau, und ich glaube, so wie das hier aussieht, kommen wir da noch gar nicht dran vorbei. Ja, vielleicht gibt es da irgendwo einen Fluss. Wahrscheinlich kommt man wirklich von der anderen Seite, nur ist wahrscheinlich so Levelbegrenzung, damit wollen wir uns sagen, bleibt erstmal noch hier. Weißt du, wie ich das meine? Ja, na, genau, du verstehst. Das ist nicht gut. Unsere Hosen verpusten bald. Alle drei Knechte. Selbst im Wald, weißt du? Ja, gut, wie du kannst. Ja, was macht ihr? Weiter zu... Was haben wir jetzt? Im Wald bringt nichts, das Dorf bringt nichts, das vorherige Dorf bringt auch nichts. Weiter vorne können wir nicht, also müssen wir weiter zu... Also es gab keine andere Möglichkeit, die das Video zu erfüllen. Es muss doch irgendwie möglich sein, die Gedanken von den Bäumen zu lesen. Ja, Select. Select? Ja. Dann vielleicht einfach nochmal versuchen, von ja, vielleicht ist das so triggermäßig. Ja, dass man das erst machen muss, dass man das kommt. Müssen wir da wieder durchlaufen. Ach ja, fuck. Und wahrscheinlich eh für die Katz, aber... Ich will nochmal meine Stimme anwenden. Du kannst dann nochmal auf Aufnahme stoppen. Oh, Mann. Ja. Oh, Leute. Bis gleich. Aber so, wir sind wieder zurück. Hat alles nichts gebracht. War total kacke. Wir gehen jetzt weiter zurück an ein Dorf vorbei, wo der Arsch vom König ist. Und dann ein bisschen nach oben und nach Westen. Und dann kommt da eine Höhle. Ach, wie schlecht. Wie soll man wieder darauf kommen?
Naja, rumlaufen? Es gibt nur die eine Möglichkeit an sich. Woanders können wir nicht hin oder woanders bringt es uns nichts. Ich hab das nur beschleunigt, weil ich keinen Bock hab, dass das noch so weit da hinaus geht. Wie soll man da von alleine rauf? Nein, da oben da. Hm? Ich meine, wie soll man da von alleine rauf? Naja, rumlaufen. Der Kunden? Guck mal hier, da ist sie irgendwo gleich. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Was weiß ich, wo die ist. Hey! Bim-bim-bim-höhle! Cool. Mach aber das Fenster auf. Da ist eine kleine Pflanze. Die sagen, ich bin klein. Oh, da ist eine kleine Pflanze, zerstöre sie. Tritt. Tret. Wir brauchen Tretmann. Wo ist dieser Lappen? Boah, die ist voll heftig. Boah, Gedanken lesen von der kleinen Pflanze. Vielleicht ist das ein kleines Kind. Was ist so ein Baum verbunden? Oh, oh, Socken! Wassersocken. Die Aufnahme läuft wieder? Ja, läuft. Hab ich ja. Kräutersocken, ne? Wassersocken. Wow. Der Schleim, echt Popelohr. Sadomaso. Garrett hat noch 32, ne? Ein Sadomaso hier. Boah, er braucht es halt. Da steht auf so ein Fesselspielchen. Und ein Level Up irgendwie. Eis. Oh, geil. Und ey, was ist das Wasser? Das Wasser. Wow. Ja, weil daneben Feuer ist. Shit. Wenn das Erde oder Feuer, dann geht das Feuer aus und geht das Wasser. Boah, kostet aber auch manchmal 7, aber brauchen wir derzeit gerade überhaupt nicht. Ja. Nein, Garrett, so kannst du die Eissäulen, wenn du aussetzt, kannst du noch verschieben? Bestimmt. Du kannst einfach gegenlaufen. Ja. Wenn die sich verschieben lassen, dann kannst du ja auch gegenlaufen. Oder kannst du das Feuer verschieben, dass du die zum Schmelzen, zum Schmelzen bringen kannst. Das kann er bestimmt auf jeden Fall. Geil. Oh. Okay, machen wir erstmal noch die Höhle alle. Alle. Ich hab Angst. Du brauchst keine Angst haben, Colin. Ich hab Angst. Magic ist doch bei dir. Ja, okay. Er ist im selben Raum, das zählt. Ja, ich bin die Truhe. Und hat irgendwas gekriegt. Ja. Ich hab mich auch getötet. Ja, du hast aber... Bist du die... Und er ist nicht nochmal den Rest der Höhle? Oder gab es da nicht? Ich glaube, ja. Okay. What? Wir fangen in die Bombe. Verdammt, ja. Das ist der Roundhouse-Kick, der kriegt nicht was ich brauche. Der macht immer Roundhouse-Kick, ja. Ha! Mann, war das Schatz. Ich bin mal voll. Reiß ist auf meinem Fuß. Lass. Und bitte leise gehen, ne? Bitte. Ja. Ja. Oh. Geil, zieh ich ja gerade auf, wie der Keks hier. Wie er es leise macht. Ich glaube, die Tüte. Wenn du gerade das eindeutig zu viele Kekse ohne schon gekriegt hast. Ja, gut. Achso, der Magier hat gerade Feuer gemacht. Ich hab gerade ganz schön Damage gemacht. Ja, Ivan hält ja auch nichts aus. Achso. Aber ja dann, ist ja jetzt auch wieder witzig. Läuft! Und hier kommt ja auch einfach so Eisblock. Und Feuer, Eisblock schmilzt. War eben sogar so. Mussten wir Feuer und Dorf! Juhu! Jetzt haben wir den Dorfnamen nicht mitgenommen. Scheiße! Hallo! Eine schlimme Krippelhöhle. Du wirst nicht ziehen. Mein Fuß sieht Okay, bekannt werden. Dann, wie heißt das Dorf? Wie wär's, wenn du Emil. Erstmal Dingens heißt? Nee, ich wollte wissen, wie das Dorf heißt. Geht das auch im Innen? Nee, geht nee, nur bei den Bimbos. Hatten wir schon mal da. Oh, cool. Guck mal, er macht gerade Kniebeugen, ey. Der war in unserem Dorf voll geil. Mama, jetzt kann ich nicht. Kann ich alles geben, was wir brauchen? Komm. Was gibt's denn hier geile Kräuter? Heilige Feder. Ah, guck mal. Reduziert Monster. Heilige Feder, da haben wir quasi. Das von dir auch kommen kann? Bene. Das ist ein Stück. So, ja. Also, ist auch gut. Und dann hätten wir alles klar. Oh, guck mal, die Mutter ist krank. Sie ist tot. Sie kann sich nicht wehren. Vorsicht, das ist gefährlich. Vielleicht das kannst du ja Heilwasser auf die Mutter einsetzen. Sie hat sich spritzt, ne? Sie hat ja, ah, da ist Eisrätsel wahrscheinlich da unten. Oh, guck mal, der zittert voll. Na, erstmal nicht hier warm. Da ist es warm, ne? Die
Die Epidemie hat fast ganz Emil befreit. Befallen. Ich bin auch krank. Hust und eigentlich eine Frau. Was würde denn aus uns werden, wenn wir Mia nicht hätten? Ah, das ist ein Opa. Ich bin behindert. Tut mir leid. Wofür hat er sich jetzt entschuldigt? Achso. Weil er behindert ist. So. Hallo, ich wollte dir gleich... Wollt ihr unsere Jünger werden? Alter, wen? Jesus und sein Herr. Ja, komm nochmal, Kirchenmann. Für 200. Ja, Mann, er ist teuer. Ah, er geht sogar schon weh. Ja, das hast du ihn ja auch an nicht stören. Weißt du, der Typ hätte uns eben total verarschen können, weil wir wollten ja Schutzaura da haben. Hätte er uns total verarschen können, aber er hat es nicht gemacht. Nee. Ich glaube, da kannst du noch mal raus. Der Junge, der gut zu kleinen Jungs ist. Emil. Nee, gut ist er zu denen garantiert nicht, du. Alter, wo? Was macht er da? Keine Ahnung, Waffen? 1, 2, 3, 4. Jeans an. Wenn es aus kälter wird, dann geht es halt aus. Das ist nicht gut für die Gesundheit, deswegen. Deshalb mache ich Torenübungen. Ja. Also, ja. Willst du nicht erstmal Waffen kaufen nochmal? Oder gucken? Merkur, Leuchtturm. Oh, oder cool. Erstmal speichern. Runde Heilung, Hermeswasser. Alles Leben wird durch dieses Wasser geheilt. Ah, das müssen wir ja haben. Der Brunnen scheint ausgetrocknet zu sein. Tja, tschüss, Fred. War schön mit dir. Weil ja, aber dein Leben ist voll viel besser. Das fühlt mich auch. Nimm mir einfach das. Die Kräfte sind hier am Berg. Das ist scheint nicht möglich zu sein, von hier aus weiterzugehen. Da, und hier ist der fette Leiter. Speichern. Kurz. Nur das. Datei überschreiben, ja. Speichervorgang. Punkt, Punkt, Punkt. Kannst du bitte nicht schreiben. Kannst du Dinger verschieben, ne? Tja. Kannst du mit Mia reden? Oder treffen wir ihn, ja. Hat, haben doch die Dorftoppel-Dorf von der Zeit. Aber... Weil das ist keiner Nee, irgendwie nicht gehen, ne? Danke. Gibt's auf der rechten Seite vielleicht weiter? Vielleicht die Startdruckmaschine? Ist neben der Tür noch so eine versteckte Tür? Ja, dann können wir hier wohl noch nichts machen, ne? Das Rätsel, die ist wahrscheinlich am Ende vom Eisrätsel. Ja, das ist die kleine Kleine. Gut. Und da ist noch eine Truhe. Ja, dann musst du übers Eiswasser... Übers Eiswasser, geil. Was planen wir eigentlich dort von da oben? Geht nur von hier. Genau. Willst du drin nicht rum? Exitoren oder was? Einfach runter, das müsste klappen. Bam, guck wie geil das klappt. Jetzt nach links und nach rechts. Bam! Steffen rettet den Tag. Genau, dein Bestimmt. Sehr hilfreich. Du hast irgendeinen Fisch gekriegt. Ja, ein Brocken war das so. Ich mag das Wort Brocken. Das haben wir früher bei Mario Kart verwendet für den Brocken. Ich glaube, wenn schon ein Brocken gehört, dann kann man runter. Ja. Das ist doch ganz schön. Irgendwie geht das gar nicht. Vielleicht ganz nach unten. Kannst du von unten nach oben durch? Müsste das, geht das? Ganz, ja, ganz nach unten. Ja, muss ich ja einfach an dem Stein, an den Stein da ran. Das ist wahrscheinlich für den Vielleicht die Gedanken vom Schneemann drin. Vielleicht kannst du da wirklich irgendwie. Kannst du da jetzt was ist es hoch? Ist es rauf verschieben? Oder? Kann man nicht auch quer gehen? Was? Alter, das ist voll, der kleine geheime Schieße. Hui, hui, juhu!
Fresse. Alter. Nicht wahr? Irgendwie nicht. Kannst du irgendwas darauf verschieben? Oder sich selbst verschieben? Und dieses Ding da nervt gerade. Das ist einfach unnötig. Das ist mach mal Gedankenleser. Ich bin ein Stein, der in den Tag versaut. Also, Dein Ernst? Nee, das klappt wohl nicht. Vielleicht brauchst du den bibbernden Typen da rum als Gewiderstimme. Ja. Nee, geht auch nicht. Erstmal dachte man so voll billiges Eisrätsel. Ja, die eine Stelle ist aber auch so. Ja, das ist so pimmelmäßig. Oh, das wieder, dann vielleicht noch mal ein bisschen rumfahren oder Eiskram Spaß. Tja, die Haus kann sich auch nicht. Und die alte. Ich hab keine Ahnung, wie dieses Rätsel geht. Scheiße. Ja, verpiss dich. Oh, eine Truhe, cool. Okay. Da ist ein Stein drin, den können wir da platzieren. Das ist man nicht voll. Leere Flasche. Oh Gott. Können wir uns Fängen drin fangen, wie Sklaven. Oh, jetzt zeig mir schon mal eine Flasche für das Hermeswasser. Läuft. Was kannst du haben, ja. Stell dir mal vor, man käme da rein ohne die Flasche. Komm schon, so mal raus. Zieh mal kostet das viel Kohle. Ich kann es nicht leisten. Besuch uns bald wieder. Speisekarte. Na klar, ja. Was essen. Die Auswahl ist ein bisschen beschränkt. Ich bin beschränkt und so ist es auch die Auswahl. Hallo, ich bin ganz fröhlich, weil ich so gekränkt bin. Ja, das war's auch schon. Nicht meine wichtig. Sie verwöhnen uns von vorne bis hinten. Was? Bleibt so lange im Wald. Oh, cool, das ist. Gefällt mir. Guck mal, diese sexy Summe. Ja, mehr haben die da auch nicht. Ich würde ganz bestellen. Das ist auch kein Ende, das ist eigentlich ein Puff. Cool. Aber es steht irgendwie. Guck mal, er zeigt so. Puff. Puff. Was gibt's da im Waffenladen? Geile Waffen. Nix, weil alle mehr tot sind. Oh, die sind echt tot. Kannst du die beklauen? Oh, guck mal, du kannst... Oh. Oh, das ist alles klar. Ja. Nehmen wir uns die Waffen einfach. Ja, und der sucht Holzkiste. Ich kann nichts finden, da sind nur komische Schwerter drin. Ja. Die hatte gleich ich glaub, das aussehen. Ultraschwert. Oh, das Ultraschwert. Of Justice. Yay. Yeah. Komm. Oh. Kannst du den von mir aus? Oder Gedanken lesen. Oh, vielleicht ja. Ist das ein kleines Kind. Du hast es ein bisschen nicht. Random! Wie du ihn da irgendwie so aus der. So unlogisch aus den Zauner gezweckt hast. Das hast du gut gemacht. Miau. Ja, läuft. Oh cool, da ist noch einer. Und der schmilzt dann das Eis. Fieber, toll! Jetzt hat Gareth den, das musst du auch nochmal umplanen. Gareth. War da sonst Gareth nichts mehr drin? Ja, das ist ja, cool. Gareth war ja Feuer. Bin verwirrt. Ja. Also ist, kannst du ja auch da nicht verlängern. Also haben alle Fieber, nur weil Fieber da. Okay. Ja, Fieber macht nur Scheiße. Was gibt's sonst noch für Möglichkeiten? Was ist das da überhaupt? Wann die Tür da? Da ist der Kempel. Ach, geil, der Kempel mit dem Mistdiener. Ja genau, musst du wieder verbinden. Das bringt, ja, keine Ahnung, was das bringt. Ja, da steht KP das. Hoch. Oh, das ist voll gut, das ist voll gut. Und da rechts auch noch. Und diese muss man noch verbinden. Ja. Läuft. Den ergibt es irgendwie wieder fast an. So, nee. Vielleicht müssen wir nicht irgendwie. Vielleicht ist im Nachbardorf. Weil jetzt, wo wir die Flasche haben, ist irgendwas getriggert oder so. Yeah. Die Flasche dahin stellen doch. Ja, das Mars Ding. Gedanken lesen? Das Protonen? Protonen, ja. Übrigens, was für ein Tempel war das nochmal? Irgendein Planet war. Geistleser! Das hat nichts zu tun. Wir mal ganz kurz einmal raus und wieder rein. Was? Merkur. Achso, Merkur. Haben wir nicht den Merkurstern? Im Inventar. Naja, wenn ich da, wenn ich den anspreche, dann fällt auch mal schon aufs Inventar auf. Ja. Was? Wann? Wo? Ja, ich spreche ihn an. Warum machst du denn nicht? Sofort kommen wir ja, wenn du A drückst, öffnest du ja auch das Inventar. Geh doch auf dein Inventar mal kurz.
Ja, man bläst auch dafür. Dann jetzt mal zweimal nach rechts. Und dann drücken. Und den Merkurstern. Mars-Stern, sorry. Na, Mars ist nicht Merkur, ne? Egal, versuch's noch mal. Vielleicht. Geben. Yeah. Oder die Nussmann-Stern. Scheiße, da kam. Da kennen nur noch harte Sachen. Welter für magisches Wasser. Nichts werfen. Steht sogar drauf. Oh, heilige Fehler, genau, geil, gebrochen. Hm, das Tor ist immer noch zu. Vielleicht kommen wir jetzt da durch, weil wir den Gym haben. Ja, oder auch nicht. Kannst du das Ding nicht, die Statue nicht mal mit verschieben? Geiler Satz. Eventuell geht das dann. Kannst du nur zu dir ranziehen, was? Weil kannst du ihn vor die Dings schieben. Niemand weiß, was Sache ist. Ja, so. Jetzt hat es. Ja. Gibt's da oben nicht noch ein anderes Dorf? Du bist da direkt nach rechts gegangen. Vielleicht ist links da noch. Also, du hast wahrscheinlich ja. Auftrag klingt geil auf. Wie man es als Fackel steckt, ist cool. Geil, das müssen wir ja auf Garrus machen, wenn weil... Wenn er getroffen ist, macht das so. Der ist voll akrobatisch, dieser Bär. Guck mal, zwei davon, das ist noch geiler. Flamme! Alles klar. Und das hat niemand mitbekommen, Lena. Ha! Schon wieder. Mein Kopf. Bombe mal auf den Kopf. Nö, da geht's nur drüber wieder. Der Kampf von mir so. Das wäre jetzt mir ja ein Baum. Alles sind Bäume. Wer weiß. Deswegen sterben alle, weil sie Baum. Ja, hier geht's ja nur zur Anleitung. Ja, ich guck mir gerade kurz nach, sonst dauert das viel zu lange. Socken! Yeah! Blaue Ultrasocken mit so einem komischen Stachel und dazu. Das heißt, man kann nicht erzählen. Nee, das wäre echt gut, wenn man das natürlich bei der Memory liegt. Außer man würde es gern haben, wenn der Ruf. Hast du ein Item Glückspfeffer? Nein. Item Miau. Sollte es als Schatz geben. Okay. Oh, Bene. Da. Ja, er kann es ja nochmal probieren, wenn es ein. Gehe nun in das erste Haus von Ihnen, welches man beim Eintreten sieht. Dort da ist eine leere Flasche. Ja, das ist ja super. Sie wird später wichtig. Sprich den alten Mann neben dem Feuer an, er bekommt einen Sprechanfall und das Gebet, um etwas zu machen. Oh! So viel zu, wir haben schon mit einem geredet. Das ist, Alter, Ivan hat 89 PP für das PP-Wunder, ey. PP-Wunder. Neben dem Feuer. Oh, fick dich. Ich hasse Entschieden. Hilf mir! Großvater! Halte durch! Großvater! Oh nein, das ist schrecklich! Ah ne, das sagt er gar nicht. Großvater, folgt mir! Los! Bitte holt Mia! Folgt mir! Los! Tja, wo ist Mia? Ja, in der Stadt. Ja. Ja, oder gleich gucken. Da wusste er eben wieder alle Trommeln. Das wäre jetzt blöd, wenn wir schon einmal gemacht haben. Ich glaube nicht. Holzfäller. Mein Papa ist Holzfäller. Geh schnell zum Heiligtum und sprich das kleine Mädchen an. Sie wird dir sagen, dass Mia schon auf dem Weg zum dem älteren Ehepaar ist. Also gib dich wieder zurück. Wow. Wahnsinn. Natürlich. Ich wollte vorhin noch sagen, ist ja nicht ein Mädel da. Hallo.
Mein Gott, immer so diese total Randoms, die man noch nicht ansprechen will. Die Fernando B. Alles klar, Jumping Passport war ja auch nicht da. Das ist voll scheiße. Kann ich definieren, das ist einfach psychisch. Oh, jetzt wurde hier ein Item gespoilert. Viel besser. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, nein, Großväterchen, du lass dich doch nicht überhaupt schreien. Nach diesem heftigen. Alter, überhaupt nicht. Vielen Dank. Nein, war er nicht, das war die Alte. Okay. Keine Ahnung, wer das gesagt hat. Ich bin das keine Frau, wusstest du. Großvater. Nee, dich hört man nicht. Achso, ich dachte, sie ist gerade gegen die Wand gelaufen. Das kann nicht sein. Den Leuchtturm beschwören. Oh nein, Alex! Wer war Alex? Der Leuchtturm. Ah, der ja. Das ist die Folge. Ja. Und Zeit überschreiben, speichern. Dann gibt es noch ein Item im Was ich hier noch. Nein, gibt es nicht. Wurde hier eben noch gesagt. Doch, gibt es! Oh, widersprich mir nicht, sonst gibt es gleich wieder Schläge auf dem Po. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.